Hallo zusammen. Heute möchte ich euch beim neuen RC Devil zeigen, wie man die Vorderachse eigentlich relativ einfach mal grund einstellt, damit der Nachlauf ungefähr stimmt. Da reden wir jetzt wahrscheinlich um 12 Grad und ungefähr 1,5 Grad Sturz geben. Okay, viel Spaß. Gut, fangen wir an. Was brauchen wir dazu? Eine Sturzlehre, wo man natürlich so verstellen kann. Wenn ihr habt, einen Messschieber, digital oder normal, spielt gar keine Rolle. Hier habe ich noch ein Aluminium Vierkant, das ist jetzt genau 10 mm. Ich erkläre noch herum. Genau, Schlüssel zum die Räder wegmachen. So, fangen wir an. Jetzt geht es eigentlich ganz schnell. Ich schneide den Video nachher. Ich entferne jetzt mal die Räder. So, da wären wir. Ich habe die Räder weggenommen. Jetzt ist eigentlich wichtig, die Hinterräder bleiben dran. Ich nehme dieses 10 mm und mache es hier vorne unter die Achse. Wichtig dabei ist eigentlich das, zu verstehen warum. Die Distanz von der unteren Platte hier, zu der oberen, sind genau 5,5 mm. Wenn ich die 10 mm Platte jetzt hier nehme, oder diese Klotz, machen den da rein, hier, nicht auf die Schrauben. Ne? Danach habe ich eigentlich simulierte Bodenfreiheit von 4,5 mm. Das ist okay. Ihr seht, ich habe hier den Akku drin. Und so fangen wir eigentlich an. Jetzt ist es so, als Detail, ich zeige es euch noch. Beim RC Devil ist es so, du hast eigentlich zwei Möglichkeiten. Du hast bei dieser roten Platte hier hast du eigentlich zwei Löcher. Du siehst hier diese, die ist noch offen, und die, wo ich jetzt besetzt habe für den Nachlauf. Wenn ich die vordere nehme, das vordere Loch hier, dann habe ich eigentlich 9,7 Grad Nachlauf. Ich kläre euch nachher, wie das zustande kommt. Benutze ich mit diesem Kugelkopf hier das zweite Loch, habe ich nachher noch habe ich 18 Grad Nachlauf. Grundlegend. Wenn, dazu komme ich jetzt, bei der Vorderachse, dieses Teil hier, vom Achsschenkel, dieses Teil, genau waagrecht ist. Entschuldigung, senkrecht natürlich. Wenn das senkrecht ist, so, und ich bin beim vorderen Loch hier, okay, dann habe ich 9,7 Grad Nachlauf. Wäre ich jetzt hier beim zweiten Loch hier, hätte ich 18 Grad Nachlauf. Wie kommt das zustande? Ihr seht, hier unten ist die Befestigung von der unteren Seite. Hier ist der obere Teil. Jetzt seht ihr eigentlich, das fluchtet nicht, sondern das ist so ganz schräg. Also die Achse, die läuft eigentlich so. Man rechnet diesen Befestigungspunkt und den und macht so. Das heißt, die Achse ist nicht gerade. Sondern sie ist so, sie hat einen Nachlauf. Und der ist jetzt 9,6 Grad, wenn diese Seite hier absolut senkrecht ist. Und sie so ist, okay? Das heißt, wenn wir jetzt 12 Grad wollen, machen wir mal die 0,3 weg, sagen wir 12 Grad, und wenn das, diese Seite müsste 2 Grad so geneigt sein. Okay? Also 2 Grad so geneigt, hätten wir 12 Grad. Das machen wir jetzt mal. Leg das hier drauf. Nicht auf die Schrauben bitte. So. Ich nehme die Leere. Stelle gleich mal auf 2 Grad rein. Wichtig, die Lenkung muss gerade sein. So, jetzt könnt ihr das so hinstellen. Man könnte eigentlich dann an der Kante hier entlang mit dem Auge sehen, ob ihr diese 12 Grad habt oder nicht. So stellt ihr das eigentlich dann ein. Okay, ich mache es jetzt mal so, ich nehme es auch so, dass es fluchtet. Mehr oder weniger. So sieht man es besser. He? Also das müsste eigentlich so ungefähr fluchten. Wenn ich jetzt hier minus 2 Grad habe auf dieser Skala, die unten, das heißt, diese Seite neige ich so,
2 Grad, dann haben wir hier 12 Grad. Es wären 11,7, aber es sind 12 Grad, wo wir jetzt den Nachlauf haben. Hätte ich jetzt diese Lochbefestigung, die zweite, die hintere, ist es natürlich so, 18 plus 2 gibt 20 Grad. Brauche ich normalerweise nicht. Also normalerweise so einstellen, vor das Loch nehmen und mach mal das Grundsetup 12 Grad. Das ist das Erste. Was ich euch jetzt zeige, ist eigentlich einen einfachen Trick. Wenn ihr einen RC-Devil neu habt, anstatt dass ihr lang da rumbasteln müsst, ist es eigentlich so. So. Diese Distanzen hier, das hier, seht ihr es besser so? Das hier, die Distanz hier innen, von innen nach innen, wie auch hier, kann man messen. So kann man es einstellen, wenn man will. Mit Erfahrungswerten kann man es aufschreiben. Was bedeutet zum Beispiel 12 Grad Nachlauf plus 1 Grad Sturz? Dann kann man das ausmessen, wenn man das hat, und kann nächstes Mal einfach schon mit Messen das einstellen. Eine Variante. Zum Schnelleinstellen zeige ich euch das mal, was ich jetzt hier habe. Ich messe jetzt mal die Länge. Das wäre bei mir 13,8 mm. Das heißt, von hier nach hier sind es 13,8 mm. Ich hoffe, ihr seht es. Ich mache vielleicht mal näher hier. Von hier, von innen nach innen, 13,8. Jetzt messe ich den vorderen Teil, die Schräge. 21,5. Auch hier wieder, heißt von hier innen zu hier innen 21,5 mm. So, wenn ihr das habt, wenn ihr das eingestellt habt, solltet ihr haben Nachlauf 12 und Sturz ist das, wenn die Räder nach innen gehen, hä? Minus, solltet ihr haben 1,5. Okay? So als Grundsetup. So könnt ihr hier anfangen. Wichtig ist zu verstehen bei dem Auto, wenn ihr das hier verstellt, mach so, wenn ihr den hier verstellt, nach hinten, das heißt, ihr dreht ihn weiter raus, dann geht der ja, der da, geht weiter raus, weit nach hinten. Was heißt das? Der verändert sich auch. Das heißt, müsst ihr so vorstellen, wenn der jetzt weiter rauskommt, gehe ich mit dem nach hinten, das heißt, ihr kriegt automatisch mehr Vorspur rein. Das heißt, ihr müsst den auch wieder korrigieren. Müsst ihr dran denken. Ich zeige in einem zweiten Video dann die Werte, also ungefähr wie viel Umdrehung müsst ihr hier machen und hier, damit ihr das nicht zu fest verstellt. Ihr müsst immer dran denken, wenn ihr hier schraubt, werdet ihr automatisch auch den Vorspur, Nachspur, Vorspur verstellen und auch den Sturz. Verändert ihr hier den Sturz, wird es euch den Nachlauf verändern. Wichtig. Weil das sind drei Punkte. Macht ihr den hier länger, oder? Dann kommt der da automatisch weiter so in diese Richtung. Macht ihr den da länger, dann bewegt sich ja der da automatisch so. Okay, weg, ist so ganz klar. Der Punkt hier dreht sich, ich mache es jetzt übertrieben, dreht sich jetzt so weg. Das heißt, ihr gebt auch weniger Nachlauf. Viele werden euch auch sagen, dass ihr den Nachlauf mit diesen Platten hier einstellen könnt, diese roten hier, beim RC-Devil sieht man es gut, he? Diese, wenn sie waagrecht sind, hat er 9,7 Grad, also jetzt ist es halt so, waagrecht zu messen ist richtig schwierig, man kommt nicht gut hin mit einer Waage oder sonst etwas, darum nehme ich immer die Seite, und schaue, dass die gerade ist und mit dem kann ich es genauso gut messen, ist sogar einfacher, okay,
Also nochmal einstellen, gerade machen der Servo, diese 2 Grad einstellen oder was ihr braucht, hier hinhalten und dann guckt ihr von dieser Seite auf die Achse, auf dieses weiße Teil und macht es bitte immer beidseitig. Das wär's. Ich hoffe, das hat geholfen. Tschüss.